Frage. Mhm. Die Frage ist, zieht ja. von den Waldflächen, die jetzt sozusagen. Wenn da mehrere ganz ohne ist, also das quasi jetzt mit, also subventioniert werden mit. Guten Tag. Wir haben uns jetzt eine Abfolge vorgenommen, die ich gleich erläutern möchte. Ich darf Sie erstmal herzlich begrüßen. Gewissermaßen Mehrfachfunktion als Landrat des Landkreises Baden-Frankenberg, als Stiftungsvertreter der Bayerischen Landesstiftung. Da stehen Sie auf dem Grund und Boden historischen Ausmaßes. Ich bin gleichzeitig auch Vorsitzender der Domanialkommission. Das ist die Institution, die sich mit den Sondervermögen des Bayerischen Domanialvermögens beschäftigt und darf gleichzeitig aber auch überleiten Richtung der kommunalen Familie. Bürgermeister Jürgen Vorbach steht repräsentativ für die hier Anwesenden, nicht nur Waldecker Kommunen, sondern auch Mitglieder und Mitgesellschafter der Kommunalwald GmbH. Sie merken, ich habe klein angefangen, habe es groß ausgerichtet. Ich darf herzlich begrüßen, Frau Staatssekretärin Hoffmann. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Nicht zum ersten Mal hier vor Ort, wie sie schon berichtet hat. Sie kennt die Lokalität, ist gern gesehener Gast, nicht nur, weil Sie auch was mitgebracht haben, aber wir mögen die Nähe zu den Entscheidungsträgern auf Bund- und Landesebene in besonderer Weise. Ich freue mich, dass wir unsere heimische Bundestagsabgeordnete Esther Dicher mit begrüßen dürfen, die als Mitglied des Haushaltsausschusses nicht ganz unwichtige Ansprechpartnerin auch für unsere Belange ist. Und wenn es um die Zuordnung von Fördergeldern, so auch hier geschehen, mitwirkt, dann sind wir da sehr dankbar dafür. Vor allem müssen wir Ihren überbordenden Fleiß und Ihre Dienstbewissenheit würdigen, weil ich habe mir erlaubt, heute ein kleines Geschenk organisieren zu dürfen, weil Sie tatsächlich an Ihrem Geburtstag diese Termine waren. Ich darf dir im Namen aller Anwesenden herzlich gratulieren. Und Sie für das nächste Lebensjahr alles Gedenken. Ich grüße. Ich bitte dich einfach nochmal ganz herzlich. Und dann bist du auch schon mal bestens versorgt. Ja, danke. Ja, der Plan ist, dass wir gleich noch Gelegenheit haben, in eine kleine Exkursion zu gehen. Dort wird unser Experte, der Herr Block, beschreiben, was wir eigentlich so vorhaben. Aber den Spannungsbogen wird jetzt bitte die Staatssekretärin ziehen. Vielen Dank für die Unterstützung des Bundes für unsere Projekte, die eine hohe Priorität aus unserer Sicht tatsächlich auch genießen. Und wir haben uns mächtig angestrengt, das Thema nachhaltige Waldwirtschaft jetzt anzustoßen, organisatorisch, aber auch projektbezogen. Das geht alles nur mit Unterstützung auch aus Ihrem Hause. Vielen Dank dafür, dass wir mit unserem Förderantrag überzeugen konnten. Frau Staatssekretärin, bitteschön. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank und schönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Herr Landrat, Herr Bürgermeister, liebe Esther Dilcher und alle anderen Gäste gleichermaßen. Aber besonders freue ich mich, dass die Azubis dabei sind heute hier und bei dieser Übergabe dabei sein können, weil es mir wirklich ein Herzensanliegen, wenn es hier um unseren Wald geht und die nachhaltige Bewirtschaftung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es geht um richtig viel Geld. Es geht nämlich, ich habe meinen Spickzettel dabei, damit ich nichts Falsches sage, um rund 1,3 Millionen Euro, die an den Landkreis Waldeck-Frankenberg, die Nationalparkstadt Waldeck und die Waldeck'sche Landesstiftung gehen. Und als Nordhessin und jemand, die sehr viel hier in der Region, in der Nationalparkregion gearbeitet hat, ist das was ganz Besonderes für mich, heute hier auch zu sein. Insgesamt haben wir über dieses Förderprogramm, und da danke ich auch meinen Kollegen aus dem Haus, die auch hier sind, bereits über 130 Millionen Euro in ein klimaangepasstes Waldmanagement investiert und haben damit 8.900 Waldeigentümer und Waldeigentümerinnen erreicht, die an diesem Programm teilnehmen. Und das geht richtig in die Fläche, nämlich 1,6 Millionen Hektar Wald profitieren von der Förderung. Das ist eine Fläche etwa so groß wie Schleswig-Holstein. Und das kann man sich mal gar nicht vorstellen, aber das ist wirklich eine flächenwirksame Förderung, ein flächenwirksames Programm. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Waldeigentümer dabei zu unterstützen, lieber angepasst zu wirtschaften. Sie machen alle unheimlich viel schon immer. Das schätzen wir wirklich wert. Und die Nachhaltigkeit ist wichtig für sie. Aber die Situation hat sich in vielerlei Weise geändert in den letzten Jahren. Wir sehen das auch jetzt an den Hochwasserereignissen rund um uns herum. Der Klimawandel ist spürbar und der Klimawandel ist auch im Wald spürbar.
Und da muss natürlich auch die Bewirtschaftung sich an die neuen Gegebenheiten anpassen. Das wollte alles unterstützen, nicht nur auf naturschutzfachlicher Sicht, wie man glauben könnte, wenn ich jetzt aus dem Umweltministerium komme, sondern natürlich auch mit Blick auf die betriebswirtschaftlichen Sachen. Da kommen wir vielleicht nachher noch bei unserer Runde drauf. Und da danke ich auch, dass ich das gleich noch einen kleinen Einblick gebe direkt vor Ort. Ja, Frau Hoffmann, vielen Dank für Ihren Besuch und auch vielen Dank für das, was Sie mitgebracht haben. Das setzt uns als Waldbewirtschafter und Waldbesitzer in die Lage, mit der Situation anders umzugehen, als wir das ohne diese Fördergelder könnten. Und dafür vielen, vielen Dank. Ja, der Landrat hat das angetippt, die kommunale Familie in Waldeck-Frankenberg ist, was Wald angeht, etwas ganz Besonderes. Wir haben einmal diesen historischen Kern des Domanialvermögens mit 19.500 Hektar, der größte kommunale Waldeigentümer als Sondervermögen des Landkreises Waldeck-Frankenberg, aber zugunsten der Städte und Gemeinden bewirtschaftet. Dann hat der Kreis eigenen Wald, ist glaube ich auch nicht das Standardprozedere in Deutschland. Dann gibt es noch die Landesstiftung, die in der Sphäre des Kreises schwebt und auch ein nicht ganz kleiner Waldbesitzer ist. Und dann eben unsere Kommunen im Landkreis, wie Waldeck zum Beispiel, große Waldbesitzungen mit über 2000 Hektar selber auch noch haben. Von daher haben wir einen absoluten Schwerpunkt im kommunalen Waldbesitz in Waldeck-Frankenberg. Das sind gut 10 oder 12% des hessischen Kommunalwalds, die hier in der Region vertreten sind. Und es ist uns gelungen, in 2019 diese ganze kommunale Familie unter einen Hut zu bringen. Und wir haben die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH gegründet, in der wir jetzt gemeinsam den Kommunalwald hier in der Region bewirtschaften. Die Kommunen und der Landkreis und die Domanialverwaltung sind Gesellschafter dieser GmbH. Und für diese Gesellschafter wird das Thema Wald in einem Hause im Anschluss an die Domanialverwaltung gemanagt. Und deshalb können wir hier solche großen Projekte mit sehr viel PS an den Boden bringen, weil wir sehr viel Zugang zur Fläche haben und in wirklich großen Waldflächen vernünftige Programme aus einem Guss umsetzen können. Wir sind hier also auf einem mäßig frischen mesotrophen Standort in einer subkontinentalen Klimaprägung, also nach der potenziell natürlichen Vegetation ein Hainsimsen-Buchenwald. Den finden wir hier im Grunde genommen auch vor. Wir sehen hier auch die nächste Waldgeneration mit jungen Buchen in den Startlöchern. Wir sehen hier aber jetzt nicht ganz viele andere Baumarten. Das sieht gleich auf dem nächsten Bestand, den wir uns noch anschauen, ein bisschen anders aus. Ja, grundsätzlich, Frau Hoffmann, ich bin froh, dass Sie sagen, Waldnutzung und Waldschutz sind keine Konkurrenten, sondern die müssen Hand in Hand gehen. Das sehe ich ganz genauso. Das ist auch die gelebte Praxis bei uns hier im Kommunalwald. Eine nachhaltige, ökologisch geprägte Waldbewirtschaftung beinhaltet Flächen, die der Naturentwicklung vorbehalten sind, beinhaltet Naturverjüngung, Vorausverjüngung, beinhaltet natürliche Sukzession. Die Kernelemente des Förderprogramms, die denken wir hier im Kommunalwald in unserer Wiederbewaldungsstrategie, haben wir die im Grunde genommen schon vor dem Förderprogramm ganz ähnlich gedacht. Und ich glaube, die aktuelle Situation mit Hochwassern in Europa und allem, was passiert, was dem Wald passiert ist in den letzten 5 Jahren, zeigt, wie alternativlos es ist, dass der Wald an den Klimawandel angepasst werden muss, weil er einer der großen Player ist, um auch den Klimawandel positiv zu beeinflussen. Um nicht zu sagen, einer der einzig großen Player, der wirklich als Kohlenstoffsenke in Mitteleuropa dienen kann. Und deshalb ist ein gesunder Wald so wichtig. Und dazu gehören eben alle Ökosystemleistungen und auch die Rohstoffproduktion. Und das muss Hand in Hand gehen auf einer Fläche, die besteht aus Flächen, wo sich der Naturwald entwickeln kann, aber auch Flächen, wo eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes mit dem Ziel der Rohstoffproduktion passiert, weil Holz ist ein ganz zentraler Rohstoff für die Menschheit schon immer gewesen und wird es auch bleiben. Und der CO2-Speicher im Produkt aus Holz
über Jahrhunderte, gerade bei uns in dem historisch geprägten Vermögen, wo über 4, 5 Jahrhunderte Holz in unseren Schlössern im Einsatz ist und hoffentlich auch noch die nächsten 1000 Jahre da bleibt, da ist CO2 langfristig gebunden, als eben nur mit 5 oder 6 auf einem Standort. Und deshalb diesen Bestand, um mal zu zeigen, was der Wald aus sich raus eigentlich kann. Und aus meiner Sicht ein Waldbild, was viel Hoffnung gibt und was wir als Waldbewirtschaftende auch unter dem Rahmen des jetzigen Waldgesetzes geschaffen haben. Also auch jetzt sind wir gut mit unserem Wald umgegangen auf vielen Flächen. Ja, bitte. Ja, ein entscheidender Faktor bei dem Thema Wiederbewaldung und natürliche Waldentwicklung und Naturverjüngung ist der Faktor Wildeinfluss, den wir an vielen Stellen immer noch sehr stark spüren. Entsprechend müssen wir gemeinsam mit der Jägerschaft diesen Faktor bearbeiten. Das gelingt uns an vielen Stellen. An manchen Stellen haben wir da noch große Hausaufgaben zu machen. Aber wir haben uns mit unserer Rodener Erklärung gemeinsam auf den Weg gemacht, das Megaprojekt Wiederbewaldung gemeinsam mit Jägerschaft, mit Forst und Landwirten anzugehen. Das ist eine Daueraufgabe, das ist eine schwierige Aufgabe. Und ja, eine der Stellschrauben für die Wiederbewaldung, die wir im Gegensatz zu vielen anderen Stellschrauben wie Entwicklung des Klimas, wie Witterungsextreme und den Standort, aber auch aktiv angehen können. Und deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht, das gemeinsam zu lösen.